So, warte mal, Wave hat Kalista, Lucian und Olaf gebannt. First Rotation. Und auch die Botlane, es kommt halt darauf an, was targetst du, worauf fokussierst du dich gegen Hertha. Danke, was gerade im Draft, ist es eher mehr Toplane, ist es mehr die Botlane? Wo sind deine eigenen Stärken? Kane. So, damit kann man Cedro Top. Sedruani geblind pickt. Also Kalea instant reingepickt into Sedru, by the way. Aber also Wave, blind auch, gesagt, ne? Einen anderen Meta -Read oder Aatrox into Sedru. Renekton into Aatrox. Gesagt, ja, ich möchte die Lane Rakan into Lulu. Die waren weiter in AD Carries. In der zweiten Rotation Aphelios und Twitch. Vor allem weil Yone und Sylvie wird gebannt. Warum eigentlich nicht noch einen Midlaner? Die könnte man hier nehmen. Die hat eine gute Synergie. Und Ezreal Rakan ist eine gute Lane zusammen. Die können gut. Ja, und ich. Zaya Lulu. Ne? Hertha. Zaya. Ja, nicht genau. Zaya. Alles gut. Und dann wird Ezreal in Zaya gepickt. Ja. Und Emmy pickt Last. Ich glaube, Irina war das? Ne, Yasuo. Yasuo into Azir. Was hätte Envy gepickt, wenn man jetzt hier noch Yasuo gepickt, gebannt hätte? Wahrscheinlich Irelia. Boah. Schon actually, warum hat man hier denn nicht Irelia gebannt? Wäre doch voll gut gewesen. Yasuo, ja. Sorry. Oh ja, let's see. Die First Pick, ich glaube, ich weiß nicht, wer das hätte wegschnappt. Wir wissen ganz genau, dass er diese AD Champions in der Midlane wirklich preferred. Aber um nochmal auf Botlane und Diego spielt er auch, aber also ich glaube, Diego ist jetzt echt nicht so einfach. Wir haben ja hier bewusst gesehen, dass zum Beispiel Ezreal picked wurde. Wow. Alter, First Blood. Das war. Achso, es gab ja Dingens, ne? Es gab einen Soundbug. So. Es wird gewardet vom Jungler, Recalls, gesweept. Fängt am Blue an, mit Pull. 3, 4, 5, 6 Full Clear. Über die Toplane raus. Auf dem Ward wird gesweept. Kar wird genommen, wird gebased. Alles Standard. Lavi macht genau dasselbe. Geht recallen. Bisher alles soweit so gut. Ich meine, was macht er hier? Lane gegen Botlane. Okay, obwohl man ja eigentlich weiß, dass er Bot ist. Sollte nicht passieren, dass Xayah Flash verliert. Genau, ja. In einem guten Gank Toplane, aber auch hier, ne? Eigentlich, man weiß ja, dass er oben ist, ne? Warte kurz, ich hab kurz nicht aufgepasst. Er hat gefullt wahrscheinlich danach, ne? Nach dem Kill. Und direkt wieder gebased. Bolts geholt. Botlane gegangen. Lamabär ist noch nicht based gewesen, ne? Weil er gegankt hat, ist er gerade noch nicht gebased. Er hat ein bisschen weniger Items als Dingens. Der Ezreal geht fake worden. Finde ich ja geil. Adept flasht rein. Xayah dodged es. Aber ja, ich glaube, da gibt es nichts mehr zu holen. Für beide Seiten nicht. Boah, ich glaube, das war sehr riskant, hat sich von Matislaw. Oder nicht? Damn. Ich glaube, da hätte er irgendwie einen Kill haben können, wenn er das besser spielt. Also ist er close. Er braucht ja nur einen Knockup zu hitten, dann ist er tot. So. Weiter geht's. Mit der Analyse von Wave. Actually, ich will gucken, was, also es gab dieses Botplay, da haben die den Ezreal gekillt mit der Sage Ult. Sage hat also jetzt keine Ult, Top Lane slow pushed. Nach dem Play farmt die Talia von unten nach oben, während Sejuani instant hochläuft, ne, nach dem Recall. Das ist jetzt trotzdem früher da. Talia geht hinten rum, hat Angst vor Azir. Dieses Play ist actually so gut vorbereitet von Hertha, holy shit. Es ist so gut, dieses Play, guys. Also sie machen das Botplay, gehen instant base und holen mit Tempo Toplane direkt nächstes Play. Das ist so ins fucking insane. By the way. Aber hiernach dachte ich auch, dass Hertha 3-0 gewinnt, by the way. Nach dem Play. Weil die so gut spielen. Also das ist so fucking gut. So. Ich
kenne noch zwei Games, naja, das heute wird ein schlechter, also ist ein schlechter Tag schon, wenn 100% negativ rausgehen muss heute. So, wir machen das Herald Play, farmen dieses Mal. Was ist da passiert? Wait. Warum ist Quinn so low? Ah, der trollt, ne? Der trollt actually. Der darf sich aber nicht anfassen. Ja, yeah, aber jetzt wird er einfach gesolo-dived. Lol. Ist sogar, also, fucking easy, oder nicht? Muss nicht flashen, gar nichts. Okay, hier flasht er auf die Talia. Kriegt sie nicht tot. CC Chain war terrible da. Aber das war tatsächlich, also ich glaube, das gehen wir jetzt einfach over, ne? An dem Punkt. Ich glaube, da muss man auch nicht mehr so viel anschauen. Also, das war einfach super clean gespielt von Hertha, diese Runde. Da sah die Talia jetzt auch, also ich muss sagen, die Talia sah trotzdem nicht bad aus. Selbst in diesem Game, wo sie gewonnen haben und clean gespielt haben, sah die Talia nicht bad aus, ne? Wer bad aussah, war der Toplaner. Aber er hat auch, also das Ding, was sie gemacht haben, ist, sie haben ja Sejuani gepickt, er hat Aatrox in Sejuani gepickt und wurde dann mit Rankin gecountert. Ich glaube aber nicht, dass Aatrox schlecht, so schlecht gegen Rankin ist, by the way. Ne? Würdet ihr zustimmen? Ja, oder? Rankin ist kein Aatrox, aber ja, andersrum. Ich würde sagen, es ist ein Even. Even Lane und Aatrox outscaled, würde ich sagen. Kann ich das auf harte Quali machen? Ist es, ne? For some reason ist es einfach schlechte Quali. So, das heißt, er hat, glaube ich, einfach misplayed oder ist nicht confident auf Aatrox oder sowas. Also, I don't know. So, was gab's hier? Wave defendet einen Turret, der tot ist. Er kann ja einfach ganz normal front to back spielen. Next End. Oh, das war der Nash war auch so gut gespielt wieder, ne? Sie haben ja nur einen Support-Catch. Force ein Aatrox-CP. Kriegen den Low. Aber jetzt spielen sie einfach einen Turn. Wobei ich sagen muss, der Turn ist nicht so krass geil gespielt. Weil die Carries von denen nicht ready sind, ne? Aber es ist, glaube ich, egal. Die sind beide sehr stark. Jetzt kriegen sie den Jungler. Und jetzt sollte der Nash free sein. In der Theorie. Ja, aber jetzt kann Hertha also wegkiten von den Leuten und einfach smiten. So. Und jetzt, glaube ich, muss man nicht mehr das Game anschauen. Ich glaube, es ist Game Over. Das ist nichts mehr passiert, ne? So, schauen wir uns das nächste Game an. Also, worin adaptiert Wave? Die bauen trotzdem dieselben Sachen. Es ist wieder Blue Side, es ist genau dasselbe. Das Einzige, was Wave macht, ist, in deren Sejuani picken sie Shyvana mit Ornn. Und ich weiß nicht, ob das ein. Also, es ist kein Flex, ne? Das heißt, sie zeigen hier direkt, Ornn ist Toplane und Shyvana ist Jungle. So, dann entscheidet sich Hertha dafür zu sagen, okay, wir nehmen Tank Matchup Toplane und nehmen Trundle Botlane. Trundle in der Jungle. Und es ist ein Hardcounter Matchup, ist auch sehr easy eigentlich. Und Sivir, Lulu wird geblindet, ne? Es wird Jinx genommen. Sie bannen Soraka und Yone. The fuck? Was ist das? Die haben einfach Angst vor Yone. Also normalerweise hätte man Leona bannen sollen. Da gibt es ja später auch noch Naut und so, ne? Aber ich glaube, Leona bannen ist schon nicht bad hier vielleicht. Oder wird Talia geblindet? Und Antwort in Talia ist Sylas, I guess. Aber ich muss sagen, beide Teams draften in dem Game ein bisschen. Ich würde sagen, Hertha macht das Richtige. Die machen schon das Richtige. Ich würde schon sagen, dass sie objektiv gesehen das Richtige machen.
Bloß, ich glaube, die Spieler sind nicht so confident auf allem, was sie haben hier, ne? Also vor allem Talia nicht. Und auch Lulu into Leona sah jetzt nicht so confident aus. Also, Lara geht für einen Invade. Mit Bob und mit Pryo. Ich finde, also, actually, diesen Invade nicht gut, ne? Dieser Invade ist nur gut, wenn er Blue und Grumpa kriegt. Und an seiner Topside defendet. Aber nur Blue zu defenden, nur Blue zu kriegen, ist fucking worthless. Weil er jetzt, also. Das Ding ist halt, wenn er Grumpy kriegt, ist er Level 3 und die gewinnen diesen Fight. Ne, for sure. Wenn er Blue kriegt, ist er Level 2 stark und sie könnten den Fight verlieren. Ich glaube, sie gewinnen den Fight auch trotz Level Disadvantage und diese Wave hier unten ist ja gut. Das heißt, sie sollten hier unten, sie sollten hier legit einfach posturen. Legit, sie sollten einfach posturen. Ja, aber Lava ist jetzt behind as fuck, by the way. Er ist wirklich, wirklich behind hier. Weil Mirai hat trotzdem ein Full, also er hat ja trotzdem Golems, Raptoren, Wölfe, Grom gekillt und dann Scuttle und er geht jetzt Base und macht dasselbe trotzdem nochmal. Was hat Lama nach dem Clear hier? Raptoren kommen ab und dann? Nix übrig. Golems sind übrig und er hat nix, actually, danach. Also er muss ein Play machen. Deswegen werdet ihr es jetzt sehen. Es gab ein kleines Botplay, ich glaube, das hat nicht funktioniert, weil Schwan auch nicht so useful ist, ne? So, Schwan geht jetzt hier, Golems machen. Tonne macht Golems Raptoren. Hätte jetzt Raptoren machen können, by the way. Okay, und danach hat er keine Zeit, also hat er nichts zu tun. Ist ja okay, weil du als Tonne halt auch andere Sachen machen kannst. Aber jetzt jungle-technisch gesehen, würde ich sagen, ist das schlechter gewesen für ihn, zu invaden, als für Shyvana. Kann Wave den Crux invaden? Tatsächlich hätten sie es sogar tun können, ja. Dann wäre es noch schlimmer gewesen. Also Lama benutzt halt seine ganze Zeit, um Botlane zu campen. Und, also kriegt auch einen Flash jetzt. Ist nicht so bad. Aber, we will see now. Ne, Shyvana ist Level 5. Skull wird contested trotzdem. Und jetzt muss Lava flashen wahrscheinlich. So, und hier muss ich sagen, also ich weiß, muss er flashen? I'm not sure. Er ist halt full life. Aber, also, Silas klaut halt Ult. Aber actually, er hat die Leona eh schon gelöscht. Deswegen glaube ich, ist er fein. Weil Schwerner macht ja fast schon nix. So gar nix. Ist komplett useless. Leona ist auch useless, weil die eh schon gewastet hat. Und ich glaube, wenn Envy hier reinholt, ist er eigentlich selber tot, by the way. Ich glaube, er muss nicht mehr flashen, nee. Außer er denkt, dass Silas ihn one-shotten kann mit Trundle Ult, was tatsächlich possible sein könnte. Aber ich würde das lieber flippen, als einfach Flash zu wasten. Weil tatsächlich ist er ja, also, wenn er fein ist, also den Silas Burst überlebt und Lulu dazukommt, gewinnen die das. Weil Botlane hat Pryo, die haben alle keinen Flash, ne? So, aber. Jetzt hat er alle seine Camps ready und Shyvana hat sehr viel Zeit zum Dragon machen. Das heißt, sie verlieren den ersten Dragon, obwohl. Wait, verlieren sie den ersten Dragon? Oh. Diesen Fight muss Hertha gewinnen, aber sie splitten ab. Was? Okay. Was ist das? Warum hier lang? Geht doch einfach außen rum. It's all good. 3400 Leben. For free. Ne? Ich würde, also kein Scherz, ich würde sagen, objektiv gesehen, ist Wave hier am Tour beenden. Die können niemals im Leben diesen Dragonfight nehmen. Die trollen einfach nur. Aber ja, also Hertha trollt hier. Und deswegen, also Talia ult rein, ist zwar da, aber also die kennen ja weg von der Talia und von dem Channel, das heißt, es ist basically ein 2v4. Dankeschön, Skyline. So, und jetzt fängt's an, ne, sie verlieren Dragon. Ich muss aber sagen, ich glaube, Stand jetzt gewinnen sie immer noch, by the way, wenn sie gut spielen. Und jetzt hier passiert Fehler Nummer 2, der dann das Game verliert. Und zwar, mein Trundle ist immer noch stärker als Shyvana wegen Champ Diff, ne?
Aber, und deswegen denkt er auch, okay, ich kann Herald machen, aber Botlane Slowpush rein in die, Lulu roamt, hat sich Lulu gezeigt. Das ist eine Sache, die Wave extrem gut gemacht hat, damit haben sie dieses Game gewonnen. Und zwar, sie slowpushen gerade Botlane, während Herald abkommt. Und Lulu roamt weg. Wahrscheinlich sagt Sivir, ey, ich bin fein, Romney 2, aber ist sie nicht. Und was, wenn der Jungler da ist? Das wird nicht abgeklärt, deswegen passiert Folgendes. Also, Ward ist am Herald dran, ne? Das heißt, sie wissen, bisher ist noch niemand Botlane. Also, sie wissen auch nicht, ob Trundle Botlane ist. Aber auf diesem Slowpush. Okay, das Ding ist halt, Wave, das ist actually sehr gut, weil die wissen, niemand ist am Herald dran. Das heißt, dieses Play hier muss entweder beantwortet werden oder. Also, es muss beantwortet werden, ne? Muss. Deswegen können sie das erstmal forcen, um zu gucken, ob es beantwortet wird. Man sieht erstmal, es wird nicht beantwortet, das heißt, die haben schon mal eine Platte bekommen. Man sieht weiterhin, jetzt Trundle Toplane und jetzt wissen sie, okay, 2v3 ist GG. Jetzt kann man diven. Und hier muss man sagen, ich glaube, wenn ich härter wäre, objektiv gesehen, würde ich sagen, flip it. Die können nicht diese komplette Wave droppen und den Turret aufgeben, das geht aber nicht. Es ist legit besser, zu sterben und die komplette Wave zu killen, als sich zonen lassen und den kompletten Turret abzugeben. Würde ich sagen. Achso, ich war gerade dabei zu erklären, warum Hertha verloren hat, warum Hertha dieses Game verloren hat, obwohl sie den besseren Draft haben. Und zwar einfach, weil sie die Botlane haben zonen lassen. Ja, die dürfen hier niemals Herald anfangen. Und, also, ich glaube, die dürfen Herald anfangen, wenn sie vorher Botlane secured haben. Und sie haben halt Herald nicht, Botlane noch nicht secured gehabt. Deswegen verlieren sie das Game. Weil auf einmal ist also Botlane over. Obwohl sie ja eigentlich ein outscaling Matchup haben. Und even waren. Ohne dass irgendwas passiert ist wirklich. Aber im Endeffekt glaube ich, kriegen sie den Turret noch nicht. Aber also, es ist basically full Turret für einen Herald. Und halt 5 Waves oder so. Und der Rebote wird genommen, ja, ne? Das Play war nicht mal worth, oder? Oder war es? Ich glaube, es war worth. Die Frage ist, ob die T2-Botlane verlieren gerade. Martislaw hier mit einem großen Fehler. Weil jetzt brennt nicht nur Botlane, sondern auch Mitte.
Sieg hat 7 Plates bekommen. Ja. Das waren gerade 7 Plates. Mhm. Hättest du lieber Herd oder Wave? Ich muss sagen, ich spiele lieber gegen Wave eigentlich. Ich glaube, dass Wave einfacher zu schlagen ist als Hertha. Aber für Hertha müssen wir legit einfach richtig fucking gut spielen. Und für Wave reicht es, glaube ich, auch aus, dass Wave einfach ein bisschen Int ist. Wir können mehr darauf vertrauen, dass Wave dass sich das Game selber verliert. Also Hertha wird das, glaube ich, weniger machen. Uhr muss ich auf, ja. Also, hoffentlich, finden wir schnell ein Game. Ich würde sagen, 5 Minuten für Q-Zeit. Maximal 10. Dann spielen wir das Game, ansonsten, glaube ich, machen wir die Analyse fertig. Ich muss sagen, Hertha ist hier sehr behind, aber ich glaube, deren Champions sind so viel besser als die Champions von Wave, dass sie vielleicht sogar noch gewinnen können. Ob das ein starkes Team ist, keine Ahnung. Hab noch nicht geguckt. Ich finde diesen Dragon. Sollte Hertha contesten. Ich glaube, wenn sie hier den Fight gewinnen, gewinnen sie das Game. Ich verstehe, dass sie hier nicht reinkommen. Aber das ist ein Mountain Dragon. Und er ist ultra tanky. Er ist wirklich ultra tanky. Ich glaube, diese Wave kann man legit so stehen lassen und jetzt hier reinlaufen. Würde ich sagen. Mit Talia von hier, also Talia muss unbedingt nicht gecatcht werden von der Sylas Ult. Aber ansonsten würde ich sagen, die gewinnen diesen Teamfight. Die haben alle Summoners ab, die haben alles ready. Trundle countert halt Shyvana super hart. In dem Fight. Also wichtig ist wahrscheinlich nur nicht, der Jinx einen Reset zu geben, weil wenn du den Reset gibst, dann, naja, glaube ich, räumst du schon auf. Aber ich glaube, es ist einfach nicht, einen Reset zu geben. Es müssen nur Lulu und Talia hinten stehen. Jetzt haben wir den dritten Dragon abgegeben und jetzt können sie, glaube ich, verlieren. Weil, also, ich warte mal, wir schauen mal kurz nach. Achso, dann hat Wave diesen Fight hier genommen. Und dann den Turret. Das, was ich meine mit Wave kann, also ich spiele lieber gegen Wave als gegen Hertha, weil look at this shit. Diven einfach zwischen zwei Türmen. Das war tatsächlich eigentlich ein sehr, also ich würde sagen, Hertha kann Teamfights ohne Turrets gewinnen und das war ein Turret-Teamfight.
Baby Ionia King, danke schön für den Sub. Auf Wave sollte auch alles ab sein beim Dragon. Ja, ja. Also es war alles ready, aber also, Argumentation, warum Hertha den Fight gewinnen sollte, ist scheiß auf AD Carry, Jungle und dort, oder der Toplaner von denen wird instant geone-shottet, während Sejuani und Trundle nicht geone-shottet werden können. Und dann hast du halt auch noch mehr Sustain wegen Lulu. Ein Front-to-Back-Fight gewinnt Hertha for sure in dem Moment. For sure. Die Frage ist halt nur, kann man geflankt werden können? Also kann Sivi und Shalir geflankt werden und One-Shot werden, bevor Shivan und so sterben. Aber Trundle macht dieses Game legit so easy für die. Obwohl sie behind sind. So, und dann gab es jetzt, glaube ich, das Game-Losing-Play hier tatsächlich von Lahmwehr. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gewinnt jetzt Hertha wieder, wenn sie keine Fehler machen. Aber Lahmwehr ist ein bisschen zu deep gegangen. Er hat auch keine Mercs, was ich nicht gut finde. Ich glaube, du brauchst Mercs hier, for sure. Ich glaube, Ninja-Tabis sind gut gegen Jinx, gegen den Rest halt nicht. Und ich meine, ja, Jinx wird dich one-shotten, probably, wenn du nicht Ninja-Tabis gehst. Aber du spielst halt darauf, dass du basically nur Pillar wirfst, Shivana ultest und dann nichts mehr anderes tust. Du solltest nicht so viel Autodex kassieren von Jinx. Und er geht ja eh vor den Hard Rider, selber hat genug Ammo. Er hat wahrscheinlich Tenacity die Runde dabei und denkt, das ist genug. Aber ich glaube, Mercs sind halt viel zu gut, wenn sie. Also, die sind ja basically Triple AP Topside und haben noch einen Leona. Also, Mercs sind schon fucking geil hier. So, und dann spielt Hertha den Nash sehr, ich würde sagen, undecisive. Ich glaube, also das ist halt das Ding, was du tun kannst, wenn der Jungle nicht da ist. Weißt du, kannst legit hinter den Nash gehen, sodass die Gegner in den Pit laufen müssen. Und die Frage ist halt, naja, ich glaube, die Talia ist hier nicht so gut, aber ich glaube, man sollte hier legit einfach rauflaufen. Du hast nicht so viel andere. Also, entweder du gibst Nash ab oder du läufst rauf. Das sind deine Optionen. Du kannst nicht hier chillen, ohne Damage zu dealen und sagen, okay, also, ne? Wir geben Nash ab und war, also was erwartet man hier? So, jetzt, also wenn es fast geaced. Ich glaube hier, wenn Hertha keine Fehler macht, gewinnen sie das Game, aber ja, sie haben alles leider weggeworfen. Das ist auch schon GG, ne? Also ich muss sagen, Hertha hat in diesem Game so viele krasse Fehler gemacht. So. Also der Herald war sehr bad und dann der Nash. Also vor dem Nash sich catchen zu lassen. Davor haben sie nicht so viele Fehler gemacht, muss ich sagen. Also das waren actually zwei Fehler, die denen das Game gekostet hat. So, let's go next. Nehme ich das an? Ich glaube nicht. Wir machen die Analyse zu Ende. So. Nächstes Game. Ich will kurz in die Draft. Hertha geht rein, adaptiert nichts. Erstmal, sind aber Red Side actually. Es wird Sejuani gefirst picked. Man geht Sivir und Lulu wieder. Also man nimmt dieselbe Lane. Es wird wieder Jinx und Leona gecountert. Renekton into Seju. Ich hoffe, der Read von Hertha ist, dass sie Seju nicht flexen, weil ich glaube, sie flexen Seju nicht wirklich. Dann kommt Wukong, blind, mit Shivana Ionbahn. Und auch hier, Shivana Talia, geiler Bann. Geiler Banns, aber naja. Ich finde das nicht gut hier. Warum bannt man Ion? Finde ich nicht gut. Die haben die ganze Zeit Ion Second Rotation gebannt. Ich glaube, jemand hat einfach Angst vor Ion aus der M10. Aber so, dann geht Virgo, was halt, also. Ey, no joke, das ist eigentlich XD. Wie Wave Drafted. Das ist super XD. Also es funktioniert für die, ne? Aber eigentlich ist es nicht gut. Talia Jungle wieder, ne? Into Wukong, diesmal sehr gut, though. Diesmal würde ich sagen, extrem guter Pick. Und damit mit Lissandra geantwortet. Azir und Victor sind halt weg. Da muss man auch fragen, hätte man nicht einfach früher Azir nehmen sollen? Statt Renekton oder so? Weil ich glaube, into Seju gibt es eh genug Antworten.
Und meinte es auf Lissandra, ich weiß halt nicht, wie gut er spielt, aber ich würde sagen, man kann insgesamt okay mit dem Draft sein, aber gut ist er nicht. Vorspiel ist er nicht so gut wie der Draft davor. Es könnte Billen Talier sein und Virgo Jungle, endlich spielt er kein Talier, right? Würde ich jetzt mal so behaupten. So, Talia macht diese Runde kein Full Clear, sondern geht Quick Path Top in, Top Lane. Macht dann noch Blue Wölfe, während Lambe Full Cleared. Gängt Midlane Level 3. Ja, wird jetzt direkt sein Flash. Ich stelle falsch, ne? In der Theorie muss ja Mantisl einfach hier unten stehen. Eigentlich. Er muss da nicht flashen. Also er muss da nur flashen, wenn er von der W getroffen wird. Wenn er von der W getroffen wird. Also die W hittet ihn actually in den Stun rein. Also er muss actually flashen. Ja, ich würde auch sagen, eh einfach hier nach unten und du bist fein. Du kannst nicht gekillt werden. Hierhin. Weil dann, also dann, was dann passiert ist, Talia läuft, muss irgendwann wehen, du kannst probieren zu dodgen und dann noch probieren zu flashen. Aber also der, du hast Movement. Hier hast du kein Movement. Hier hittet sich ja einfach ihre W perfekt auf die E von dem, deswegen kein Movement possible. So. Lavi hat nichts. Gut gemacht, ne? Hier, by the way, eine Situation. Es wird einfach Wave gedouble shared. Sowas würde ich, glaube ich, nicht machen. Wenn ich, also ohne diese Info mit dem XP-Share. Aber das ist actually voll gut. Why not? Why not? Save Sejuani und gibt XP für das Team. Just fucking do it. Übelst gut. So, ja, die Sejuani wird jetzt so 20% behind sein, glaube ich, für Level 5. So, also Flamewave zuerst Level 5 kriegen. Aber dafür ist die Talia extrem ahead gegenüber Wukong. Also sie ist mehr ahead, als Sejuani behind ist, right? Der Killbottle ist actually super gut von denen. Das hat, also er macht das wieder auf Talia, ne? Er geht einfach Lane ganken. I mean, honestly, wo Counterplay? Das ist einfach super gut gemacht. Man sollte wissen, dass die Botzeit ist, though. Also muss man wissen. Ich hätte auch nie, also ich würde auch sagen, die sind nicht killbar gerade. Absolut insane, actually. Hatte aber, ich glaube, Neo hatte einen Moment, wo er flashen kann da. Die CC-Chain war nicht perfekt, ne? Also ich glaube, das kannst du nicht flashen. Ja, das flashst du nicht. Aber jetzt, da. Er hat actually jetzt Reaktionszeit. Der flasht aber nicht. So, das war jetzt ein erster Kill für Talia. Oder Assist. Geht Base. Nimmt Red Buff. Invaded Blue Buff. Kriegt hier Level 6. Hätte wahrscheinlich, muss ich sagen, kein Level 6 bekommen ohne Toblin XP, ne? An dem Punkt, by the way. Ich glaube, das hat hier den Unterschied gemacht. No cap. Ich glaube, das macht halt den Unterschied. Und Toblin merkt man nichts von. Geht das nicht, dass man flasht, während Lena seine Eid und sie dann mitfliegt unter der Turret? Das ist halt, wie gesagt, das ist, also das, du kannst das menschlich nicht reagieren eigentlich. Weil du, also was du machen kannst, ist, sobald Leona E drückt, flashst du, weil die E noch mit dir siehst, aber du weißt nicht, ob Leona flasht oder nicht. Und das heißt, du musst das ja theoretisch jedes Mal, wenn sie E drückt, flashen, das kannst du ja nicht machen. So, Lamaberg kriegt actually nach der Gromp immer noch nicht Level 6. Kriegt er jetzt erst Level 6. Er ist super behind. Mhm.
So, hier, ne? Ja, Flamer ist actually ein bisschen ahead hier, ne? Dem fehlen 20% oder so, 10% für Level 8. Und wahrscheinlich wird jetzt Sejuani nicht fighten können, deswegen. I see that, ne? Weil die XP geshared haben. Aber habt ihr lieber euren Jungler Level ahead oder euren Toplaner so slightly behind? Das ist halt die Frage, ne? Weil die Thalia ist jetzt ultra ahead. Actually, das ist so ein geiles Beispiel, by the way. Und sie hat jetzt ein bisschen später Level up bekommen. Also eine Wave später. Das heißt, theoretisch hat diese Wave hier jetzt Ranked Pyro, weil er wahrscheinlich ahead ein Level war. Aber, naja, hätte er nicht anyways Pyro wahrscheinlich schon, ne? Genau, es kommt natürlich immer aufs Matchup an. Also ich glaube, er hätte wahrscheinlich anyways Pyro, wenn man ehrlich ist. Aber für Jungle war das ein fetter Snowball, right? Weil sie hat hier direkt Level 6 bekommen und Wukong halt nicht. Und sie konnte Kappe, Blue und Dragon nehmen. Mit Level Advantage. Das war schon sehr schlimm. Kann extrem powerful sein, vor dem Gegner Jungle Level 6 zu haben. Ja, es, natürlich, es war Game anscheinend. Maybe. We will see. So. Fehler Nummer 2 von Hertha, was sie wieder machen, ist sie gehen für Herald. Wir haben Top Prior für Herald. Und was sie jetzt hier machen, sie nehmen ihn dann auch. Und das Problem ist halt bloß, dass Hertha lässt sich wieder zonen. Botlane. Und das ist wieder nicht worth. Ne, ist erneut nicht worth. In dem Fall würde ich sogar sagen, es ist leider richtig, komplett vom Pyrrhic zu gehen, weil du kannst Pyrrhic, also hier kannst du nicht stayen. Also ihr erwartet nicht mal auf den Dive und so, ne, aber es ist, also, nie worth. Nie worth. Nie worth. Das kannst du nicht verändern. Es sind jetzt zwei Platten, es wird noch eine dritte Platte sein und es sind 20 CS. So, und das war's. Drei Platten, 20 CS, nicht worth your Herald. Außer, du bekommst jetzt einen kompletten Turret. Aber wie willst du es machen? So, du bist behind. Du hast eigentlich kein Play, was du selber entscheiden darfst. It's not good. Würden sie hier full swappen, wäre es worth? Die Frage ist halt, können sie Sejuani diven? Nee, kann sie nicht. Also, nee. Boah, was ich hier gefühlt hatte von Lama Bear ist einfach Flash EQ. Ich glaube, er tradet hier Flashes. Ist dann gut. Also, aber er hat einen besseren Trade. Weil er weiß natürlich nicht, wo die alle sind. Deswegen kann er es nicht unbedingt machen. Aber er spielt ziemlich sicher Wukong ohne, also mit Tenacity. Ne? Man muss ja eigentlich gegen Talia machen, aber es ist so disgusting zu spielen. Also ja. Wenn er da Vision hat, kann er hier so ein Easy Play machen. Oh. Okay, ich finde, wenn Lavi das hier gut spielt, killt er alle, no? Also Q, Ult Dida. Und jetzt nachflashen Q Ult. Und sie ist voll sure tot. Und dann haben sie 3 gegen 3. Envy hat aber Form. Ich glaube, sie gewinnen das hier, actually. So, in diesem Fall kann man tatsächlich, glaube ich, auch gewinnen, wenn Coda jetzt hier dieses W nicht, also wenn er sich nicht von der W hinten lässt. Oder von der Demon eher. Das war zuerst. Aber ja, ich glaube, jetzt ist nicht mehr so geil. Im Endeffekt war es ein 3-4-3, 4-4-4, wie auch immer. Jetzt kriegen halt den Dragon wieder. Ich denke, Wukong am besten spielen, schau die Lissandra geben. Ja, ich dachte halt Wukong, weil ich Jungler bin, right? Aber ja, lass mal kurz auf Lissandra schauen. Also ich muss aber echt sagen, ne? Also, das, was Lame macht, ist nicht gut. Also wirklich. Die ist ja, also, da sind zwei Carries, for free zu hitten. Die hat alles rausgehauen. Jinx hat halt Flash ready, aber der kann nur noch Attack werden, ne? Wenn Wukong hier nicht nach oben läuft, sondern einfach in der Jinx bleibt und Thalia, der carryt, glaube ich, diesen Fight. So, aber jetzt, okay, was macht Lissandra? Sie flasht rein. Q, Mist Q. Oh mein Lord. Und sie flashen halt, also jeder flasht weg.
Okay, sie macht W, sie ultet Leona. Aber actually, die spielt doch nicht vielleicht. Also, was soll die machen? Also, sie hätte wahrscheinlich ein bisschen warten sollen mit ihrem Flash. Bis sie for sure. Also, der Flash ist halt fucking disgusting, right? Also, sie muss ein bisschen weiterlaufen und dann halt eh hierhin wahrscheinlich. Was du, ich glaube, wahrscheinlich was besser ist hier. Also nicht zu ehen. Weil ich meine, er hat gerade so eine Distanz mit der E gemacht. Die wollte direkt Jinx ulten. Oh, actually, boah, die Idee ist sogar gut, ne? Boah, das ist actually gut. Also ist not bad. Ich will nicht sagen, dass sie Lissandra so hart getrollt hat. Es ist gleich, also natürlich ein Missplay, ne? Aber eigentlich fast geklappt. Über die Wand ehen? Ja. For sure. Hier eh. Bist jetzt direkt hier an der richtigen Position. Ult ist wahrscheinlich die LeBlanc, die hier, die Talia. Dann flasht wahrscheinlich Wukong auch nicht raus, weil wenn er hier oben Backup hat. Ne? Also ich meine, er flasht nicht raus, aber kite halt ein bisschen nach oben. Ich finde, in so einem Fight als Wukong, es ist so wichtig zu realisieren, was du machen darfst. Und ein AD Carry hat kein Counterplay gegen deine Q-Ult. Wenn du drin bleibst. Die ist jetzt tot. Die Jinx. So, Lu wird auch sterben. Aber da haben alle drei keinen Flash. Und ich weiß, vielleicht flasht auch Matisse noch nicht nach vorne, wenn er sieht, dass sie schon tot ist an Wukong. I don't know. So, aber okay. Der Fight war ja im Endeffekt nicht schlecht. Die haben halt einfach einen Dragon bekommen. Also es war auch ein Trade. Die haben zwei Toplane-Platten bekommen dafür. Als nächstes. Oh, dieser Herald war fucking close. Wenn Mira hier Smite hat. Was er nicht hat. Warte mal. Mirai smited Blue Buff. Mirai smited Blue Buff. Er hat gerade gesmited. Oder Gomb. Um jetzt hier hoch zu ulten. Uff. Wenn ich smite, ist einfach kein Charge. Aber sie kriegen den Charge noch. 3 Gold. Ich glaube, Game State ist sogar actually gut noch für Hertha. 2 Dragons sind halt scheiße, aber ich glaube, die gewinnen das Game, wenn die das jetzt gut spielen. Genau wie Let's Game. My opinion. Also sie haben sehr, sehr viele Fehler gemacht. Das fand ich disgusting von Adept. Also, ich meine, wenn er nicht aus dem Busch rausläuft, kann er hoffen, dass sie Sivir nicht reactet. Aber what? Der hat doch Hände, Kolder. Er denkt, Kolder ist Silber, ja. Also ich weiß auch nicht. Und wenn er kein Blackshield, also wenn er kein Spellshield hat, können sie so ein bisschen den Turret hitten. Wobei das eigentlich sehr, 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 sehr riskant ist. Ne? Stellt euch mal vor, Wukong wäre nicht. Wussten die, wo Wukong ist? Weil, wenn Wukong hier oben ist und sie Turret hitten, sind die legit fucking tot. Die haben keine Spells. Die haben keine Summoners-Spells. Achtet, also stellt euch mal vor, Lulu wäre jetzt mit Wukong hier. Würde über Tribush laufen. Ne, die sehen, okay, Leno wird gewastet. Cool. Er ist hier. Die laufen einfach vor. Hitten. Selbst Leona hittet. Leona darf nicht hitten. Leona muss hier stehen. Also muss Ward spielen. Wukong läuft hier ran. W, E, Q, Ult. Lulu Ult kommt hinterher. GG. 3 Kills. Yo, Tolkien. Dankeschön für den Raid. Ich gehe obviously gleich auch auf, ne? Ich schaue mir kurz noch das Game an. So. Was passiert hier? Als nächstes. Also Wave hat die Push, Toplane Wave gepusht. Rekken hat kein TP, ist nicht da. Wo ist Seju? Seju ist unten, hat TP. Hat TP, TP'd auch. Lava muss raus. W't weg. Ist okay, ist fein. Oh mein Gott, er hat Ninja Tabis gekauft wieder. Boah, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, hier ist schwieriger als das Game davor. Aber eigentlich sind Mercs gegen deren Team. Ich würde Mercs gehen. Du brauchst Mercs. Ich finde, du brauchst Mercs. Gegen Talia und Leona. Und Jinx Traps und Virgo W und Sejuani. Du brauchst Mercs. Meiner Meinung nach. Weil mit Ninja Tabis ist es so einfach für die Talia zu gamen. So, die gehen hier sehr, sehr deep. Genau, wer ultet. Ja. Also hier hätten jetzt Mercs keinen Unterschied gemacht, ne? Okay, wir schauen uns das nochmal an. Was muss Lava hier tun?
For sure nicht ulten, das ist wrong. Ich glaube, er sollte hier warten. Auf Ranken warten. Gib hier rein, zu gehen ins Bad. Noch kein Flash auf Talia und noch kein Flash auf Jinx. Sehr wichtig. Aber seine Ult macht ja hier nichts. Also vielleicht saved er die Sivir aber nie. Ich glaube, es ist falsch, hier zu ulten. Ich glaube, also der TP von Martislaw ist for sure bad. Er muss hier TPen. Er muss hier TPen, for sure. Und dann halt Jinx ulten. Und Jinx ist tot. Dann ist das, was Lama macht, sogar gar nicht mal so bad. Na, aber die spielt hier hinten. Und schon ist er fight over. Flamer ist tot. Ja. Das war's. Martislaw gedived. Ich glaube, der kann denen nichts tun. Wenn der Turret ist einfach tot. Ich überlege hier gerade. Hat der eh ready? Also, was er probieren könnte, ist halt einfach alles draufhauen auf die. So. Nicht auf die Wave queuen, sondern legit einfach alles. Einfach EQ, also EWO, Self-Ult oder so. Er wird alle 5 treffen. Die werden alle low. Ich glaube, es wird nichts bringen, weil keiner von seinem Team in der Nähe ist zum Cleaner, maybe. Er hat keine E. Hat er nicht? Ah, er hat E geused. Oh, aber warum geht er denn hier nicht rein? Würde auch nichts bringen, I guess. Also er hatte. Es ist halt ein Lose-Lose, right? Ich glaube, es bringt halt nichts. Also ich glaube, wenn er hier reingeht, kann er Adept killen. Stirbt dann. Besser als gar nichts. Ja, das ist einfach ein dummes Szenario, weil die halt zu früh reingegangen sind, ne? Aber vor allem würde ich sagen, das Lama muss warten, wenn der TP halt so weit hinten kommt. Der TP ist halt fucking bad. Der TP ist richtig bad, deswegen dürfen sie nicht low-life werden, bevor der erreicht. Also das Team erreicht. Und sie connecten bad. So, und das waren 2 Turrets von Wave. Eigentlich richtig gutes Play von Wave. Also sie haben es gewonnen, weil sie outplayed haben, though. Und ich glaube auch, wenn Hertha das gut spielt, dann ist das ein Throw. Stopp. Eine Sache, die mir jetzt gerade einfällt. Warum TP der nicht direkt? Er geht Base. Aber okay, warum TP der nicht jetzt direkt auf den Turret? Er hat gar keinen TP. Ah. Na gut. Na, ich guess, der TP so schnell er kann. Aber auch Rennington, ich glaube, also der TP am Tribush ist so, warum? Also entweder hier, da oder da. So viel besser. Eigentlich unglaublich, dass die Sivir das überhaupt überlebt. Alter, holy shit. Ich hätte es hier gefühlt, wenn Flamer hier rein eht und zu Godwin kann. Hätte ich actually gefühlt. Nur um 200.000 Healing zu haben. Wenn das Timing vom TP gecallt war, von Wave, war das insane. Könnte sein, aber unwahrscheinlich, oder? Also, maybe not. Maybe not. Man weiß auch, also ich persönlich würde jetzt nicht wissen, wann der Cooldown von TP rausgeht. Also, wenn du TP nutzt, anfängst zu drücken, oder wenn du fertig gechannelt hast. Das sind ja 4 Sekunden. I don't know. Ich glaube nicht, dass du sowas timen kannst. Also, das ist schon ein bisschen too much. So, nächster Fight. Wave tankt Dragon. Läuft einfach rein, finde ich gut. So, wie spielst du das als Wukong? Gar nicht, ne? Du kannst dich nicht frontal spielen. No, Drew. Du kannst dich nicht frontal spielen. Also, basically, wird Lama jetzt gleich probieren, mit Qs Dingen zu arbeiten. Also, Q ult einfach ohne zu dashen. Damit es keiner funktioniert auch. Aber ich glaube, du brauchst einen Flank hier. Ich glaube, Flank only option. Geht es? Lampe ist gerade auf dem Pink. Vego zeigt sich jetzt gleich. Ja, ich meine, honestly, er hat Ninja Tabis, geh einfach Vego fighten hier. I would say. Er hätte schon hier rübergehen können, ne? Er hätte schon rübergehen können, actually. Aber ja, so ist der. Also, der Fight ist tatsächlich sogar fast winnable, was crazy ist. Warte, was macht Martislaw? Er geht durch, nimmt die E sehr früh. Ultet. Wen hat er ultet?
ultet sich selbst erst. Ah. Ah. Ist schon bad, ne? Oder? Ist bad? Warum nicht hier Talia? Und dann Sonjas? Also er kauft mehr Zeit durch Sonjas, aber also honestly, what the fuck is he doing? Er ist doch nicht instant dead, Leute, in welcher Welt lebt er? Er hat 1500 Leben. Er hat kein Sonjas. Wait. Er hat kein Sonjas. Oh. Warte mal. Ach, ich bin ja so blöd. Das ist actually seine Ult, nicht Sonjas. Aha. Hm. Ich weiß nicht, aber ich find die Safe wohl trotzdem bad. Hat er davor alle Spells rausgeholt? Er hat actually alle Spells rausgeholt, though. Ich fühle halt, ich fühle Self-Ultis nicht so wirklich in Teamfights. Weil der halt, also das Ding ist, ich glaube, es macht keinen Unterschied hier, so nicht einen großen, aber ich meine, er hat Flash, Baby. Das Problem ist halt, wenn er sich selbst ultet, dann macht er ein bisschen Schaden und nimmt selber keinen Schaden, aber er CC't niemanden und CC ist ja so viel wert. Also wenn er da Talia CC't, gäbe es vielleicht eine Option für Wukong. Oder nicht? So, ist gerootet. Wenn er Talia CC't, glaube ich, gibt es schon was, maybe, zu tun. Wenn er Envy CC't, ist Envy direkt tot. Kann Wukong nicht in den Pit flashen? Müssen wir gucken, also wo die Talia eh liegt. Ist schon sehr rough, though. Also ist eigentlich nicht. Boah, also es wird auch alles gemischt, aber ja. Also jetzt hier reinflashen. Aber die Talia liegt auch noch hier. Also deswegen sage ich, also das ist so schwierig zu spielen. Es ist so fucking schwierig zu spielen. Ich glaube, no joke, du musst Double Tenacity gehen. Also wenn du so spielen möchtest und einfach rein-ehen. Also CC tanken. Ne, die Talia eh tanken und dann halt. Boah, hoffentlich hast du dann genug Distanz für die anderen noch übrig. Ich glaube, dass wir einen kleinen Reset bekommen, wenn Lissandra das Face tankt. Doch, aber sie kriegt sowieso Reset. Also, ich glaube, wenn du nicht auf Jinx gehen kannst, dann kannst du halt nicht auf Jinx gehen. Aber ich glaube, diesen Fight verlieren sie wahrscheinlich so oder so. Egal, was Lissandra macht. Ich glaube, sie gewinnen nur, wenn Wukong Flank auf Jinx hat, plus halt irgendwie, also Jinx tötet dann auch. So, und hier noch war Game Over, ne? Ich glaube, hier noch war actually Game Over einfach. Neo hat kein Mana, wait, was? War Neo um? Würde ich sagen, Neo war um? Für den Fight? Das ist not possible, oder? Nein. Aber der benutzt beim Fight halt alles. What the hell? So, letztes Game. Oh, kurz Adaption anschauen von Hertha. Ich habe also nur noch 3 Minuten, also wir skippen ganz schnell. Selbe Bans. Die haben diesmal Jinx gebannt statt Belveth. Finde ich extrem bad. First Pick ist Seju. Diesmal gehen sie Ornn Belveth. Das heißt, sie fanden die Shyvana nicht so gut. Oder sie finden Belveth besser. Das heißt, sie gehen Aatrox into Ornn. Azir blind finde ich gut. Envy nimmt Sylas. Dann wird Caitlyn geblindet, by the way. Caitlyn wird geblindet. Sehr interessant, also nach Jinx. Game 1 war Azir blind. Jetzt er ist auf Caitlyn umgestiegen. Sie spielen Senna Seraphine. Finde ich an sich gut, aber sie haben das schlecht gespielt. Na, dann kommt der Pike. So, und jetzt. Also, ich kann mich daran erinnern, dass dieses Game einfach nicht playable war. Also Mitte war gut, Toplane war gut, Jungle war fein. Aber Botlane war halt also so hardcore over, dass der Pike einfach unten hineinmachen durfte, ne? Die Lane war nicht spielbar. If I remember correctly. Ich bin mir halt nicht sicher, ob du diese Lane spielen kannst in irgendeiner Art und Weise. Also sie werden Level 1 gezoned, die haben, also der Ward ist ja hier nicht in dem Busch, sondern hier. Deswegen, ja, kriegt er auf jeden Fall Wave Prior. Duito ist anscheinend nicht fightbar, ne?
Die werden komplett gezoned. Deswegen ist Neo ist halt auch Supporter. Also ich würde niemals so spielen, dass der Supporter nicht farmt. Weil ich glaube, Supporter können aber nicht farmen. Das ist ein guter Kill, actually, ne, von Mirai. Aber also, natürlich sollte Flame hier nicht sterben. Ne? Flame hat auch ein Ward. Schauen wir mal kurz. Kann Flame hier warden? Also er hat ein Ward, er ist in der Wave. Die Wave ist wahrscheinlich nicht gut gerade. Ist sehr bad, aber also. Ich glaube, er muss einfach ein, zwei CS droppen dafür dann. Vielleicht kann man das auch smart machen. Weil die Wave ist ja nicht gut. Also nicht so gut für ihn. Die pusht zwar rein, aber nicht zu schnell und auch nicht zu langsam. Also es ist actually sehr, sehr, sehr easy, dieser Gank. Okay. So. Aber ich glaube, ich bin dann mit der Analyse. Ich glaube, wie gesagt, dieses Game war einfach What If. Und Belmeth ist sehr gesnorrt von dieser Top-Lane-Situation gerade. Und danach war es eigentlich. Also, nicht mehrere, sondern Matze hat sehr gut gespielt diese Runde, aber man konnte nichts machen. Gut, ich muss jetzt los. Danke schön fürs Zuschauen.